Je mehr wir forschen, desto mehr lernen wir, dass das Bewusste immer weniger und weniger wird. Der kleine Mann in unserem Kopf schrumpft und schrumpft. Etwas in ihrem Kopf navigiert sie durch das Chaos des modernen Alltags. Etwas, das Dinge für sie bedenkt und entscheidet, bevor sie darüber nachdenken. Denn ihr Gehirn läuft immer auf Automatik. Zauberer wie Apollo Robbins nutzen genau den Automatikmodus aus, der uns sonst wie ein Autopilot durchs Leben bringt. Bewusstsein ist wie ein Nachklapp, wenn alles schon entschieden ist. Manche sagen, es ist nur eine PR-Aktion ihres Gehirns, damit sie denken, sie hätten auch noch was zu sagen. Keiner von uns weiß, warum wir tun, was wir tun. Doch ihr Verstand zieht oft den Kürzeren gegen ihr Unbewusstes.